Ja, Leute, kurze Vorabsache zu dem Video. Ich reg mich sehr viel auf in dem Video. Ich möchte es gar nicht verheimlichen. Der Patch ist nicht so dolle, meiner Meinung nach. Es gibt gute Sachen, es gibt aber auch sehr viel schlechte Sachen. Artis habe ich jetzt nicht so viel zugesagt. Tatsächlich, ich habe es ja einmal gespielt, aber ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, vor allem ging es mir um die HE. Aber egal, das seht ihr dann im Video. Also deswegen verzeiht, wenn ich ein bisschen aufrege in den Runden. Es sind viele Runden geworden, trotz der 27 Minuten Laufzeit nur oder so, was das Video jetzt hat. Ja, die ersten 10 oder 11 Minuten quatsche ich nur über das Update, halt über die Änderungen. Falls ihr nur Gameplay sehen wollt, steht hier jetzt eine Zeitangabe, zu welchem Punkt ihr ungefähr skippen müsst, damit ihr nur Gameplay seht und nicht so viel Gequatsche. Ja, dennoch, verzeiht mir vielleicht und viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, etwas sehr, sehr Wichtiges ist heute rausgekommen, nämlich Update 1.13, 1.13, nee, nach dem Punkt 1.13, glaube ich, so ist die richtige Bezeichnung. Und ja, es gibt viele neue Sachen, einen neuen Battle Pass gibt es schon von neuem. Genau, das haben sie auch überarbeitet. Man kann sich neue Karten anschauen. Allerdings, das ist ab dem 5.7. Die Ranked Season geht auch erst in 5 Tagen los, am 28. Und bald kommt auch, also es sollte bald kommen, Frontline auch noch. Und genau, das ist der neue Modus, um sich Gefechte auszusuchen. Hier rechts sind halt die klassischen anderen Sachen, halt Klangefechte und so weiter. Genau, hier kann man ein bisschen rumkonfigurieren, halt Begegnungsgefechte und so weiter, was man haben will. Genau, das war die uninteressanteste Änderung, würde ich mal sagen. Kommen wir zur weiteren Änderung, den Battle Pass. Nein, ich will kein Video. Tschüss. Jawohl. Genau, wieder drei Fahrzeuge. Hier sind sie auch schon, die wunderschönen. Zwei habe ich sogar, Badger und 50B habe ich schon. C63 auch noch. Diesmal sind es bessere Fahrzeuge als letztes Mal auf jeden Fall. So wie ich finde. Und wie sehen denn die Skins am Ende aus? Ja, sehen auf jeden Fall nicht schlecht aus. Auch der 50B-Skin gefällt mir auch. Badger sieht auch cool aus, muss ich schon sagen. Was nehme ich denn? Ich guck mir mal 50B und die Badger-Skins an. Also, haben wir den 50B-Skin? Ja, doch, hat schon irgendwie was. Ich mag immer so Verlängerungen am Turm, auch wenn das hier nur so ein Kasten ist, wo du Sachen reinmachen kannst. Sieht aber echt cool aus, muss ich schon sagen. Gefällt mir sehr. Und ja. Oh, entschuldigt, Leute. Ihr hattet die ganze Zeit keinen Spielsound. Verzeiht. So, jetzt müsstet ihr wieder Spielsound haben. Ja, da ist die Musik. Entschuldigt, entschuldigt. OBS musste ein bisschen was umstellen, aber jetzt solltet ihr wieder Spielsound haben. Zurück ist mir aufgefallen. Genau, das ist der 50B-Skin. Dann haben wir den C63-Skin. CS63. Auf Stufe 4? Ja, auf Stufe 4. Sieht auch cool aus, auch wenn ich das Fahrzeug leider nicht habe. Mir gefallen diese Skins auf jeden Fall jetzt schon mal besser als die letzten, diese überhängenden Ketten und so weiter. Das fand ich irgendwie alles nicht so dolle. Aber die hier sind wieder schön klassische 3D-Skins, die auf jeden Fall cool aussehen. Und den letzten noch, den Badger-Skin. Ja, das ist doch mal ein Monstrum. Klein Kettenfahrzeug hier noch. Cool. Badger-Skin ist auch nice, ey. Oh, schwierig. Schwierig, was ich nehme. Ah, ich glaube 50, oder? Ah, ich bin so unsicher. Wie hab ich die Fahrzeuge denn in der Garage bemalt? Das ist der 50B. Gut, ein bisschen unspektakulär, oder? Und das ist der Badger. Ja, ich mag die britischen Camos eigentlich sogar mehr. Muss ich auch mal kurz. Ja, kommt. Ich nehme den 50B-Skin. Auswählen. So, dann können wir uns den Battle Pass auch angucken. Ah, jawohl. Es ist wie im letzten, dass ihr wahrscheinlich wieder, ja, 50 Stufen spielen müsst. Dann habt ihr den besten, dann habt ihr den Top-Skin und das Ersatzungsmitglied. Und dann geht's weiter. Auch hier gibt es wieder Marken. Etc. Ihr könnt euch wieder Fahrzeuge holen. Genau hier Gegenstände für Marken. Genau, Kunze halt wieder K91, Phase One, Scharf Future oder Futur, was auch immer. Und das Triple Seven natürlich. Genau, so wie zum Battle Pass. Obwohl, mal kurz ein bisschen rüber schauen. Ob es irgendwas Spektakuläres gibt. Ja, ich sehe Geld, ich sehe Universalfragmente. Ja, der Inhalt scheint mehr oder weniger der gleiche zu sein wie letztes Mal. Fand ich ganz in Ordnung, der letzte Battle Pass, um Gottes Willen, bis auf halt die Fahrzeuge, deren Skins und die Skins allgemein, die fand ich nicht so schön. Aber ja, passt doch. Der Inhalt passt doch. Um nochmal kurz zu erklären, warum ich den letzten nicht mochte. Ihr habt das schon, meine E3, ich habe den Skin nicht mal fertig bekommen.
Aber hier so die überhängenden Ketten und so weiter, ich finde, das sieht einfach nicht so doll aus, aber naja, egal. So, was, ja genau, kommen wir zu den nächsten wichtigen Sachen. Feldpost, wo sind die jetzt hin? Ich will wieder zu den Changes. Okay, ich habe keine Ahnung, wo es die Feldpost gibt in diesem Spiel. Zeige euch das anders. Genau, die Änderungen an Fahrzeugen etc. Das ist natürlich das Wichtigste hier, der E-Change und der RT-Change. Gucken wir uns das mal kurz an. Hier seht ihr schon das Erste. Also die Selbstfahrerfetten bekommen Gegenmaßnahmen, also dass man die eher spotten kann. Ihr seht das schon unten auf der Minimap, wenn die schießen. Okay, ich muss ein bisschen größer machen. So, machen wir es ein bisschen größer. Genau. Also hier habt ihr das denn schon. Ihr seht da die Kreise, wo ungefähr die Selbstfahrerfette eingeschlagen hat. Und die Richtung, aus der der Schuss kommt. Außerdem seht ihr den Schuss viel mehr, wie ihr ja gerade im Video gesehen habt. Und damit kann man besser countern, die Selbstfallerfetten, beziehungsweise man kann eher zurückfahren. Und ja, genau. Also das ist so, das ist so die Hauptsache. So, jetzt so, die Taste ist wieder unten weg. genau, hellere Geschossspuren, habe ich ja gerade schon gesagt. Man sieht jetzt sehr, sehr deutlich den Schuss, vor wo der kommt. Also, wenn ihr euch das mal anseht, was da für ein Batzen ankommt, dann kann man das auf jeden Fall schon ahnen, woher die schießt. Genau, die Schussmarkierung auf der Minimap. Ungefähr hier ist der Schuss eingeschlagen. Und genau, neue Granatentypen gibt es jetzt. Drei Stück haben sie jetzt. Die Standardgranate ist dieselbe wie vorher. Also mehr oder weniger. Sie macht ein bisschen weniger Damage als sonst, aber sie stunt halt immer noch. Also man hat diesen wunderschönen Betäubungseffekt. Hier seht ihr die Werte. Wirkbereich ist sehr hoch. Sie macht keinen Schaden gegen Module mehr. Das haben sie rausgenommen. Finde ich sehr gut, um ehrlich zu sein, weil Stun und Module war echt nervtötend. Und halt, ja, mittelmäßigen Schaden, mittelmäßige Durchschlagskraft. Genau, betäubt die Besatzung, hat einen großen Explosionsradius, der gegen mehrere Gegner treffen kann. Verursacht wenig Schaden, kann bei Nichtdurchschlag keine Module beschädigen, Besatzungen verletzen. Eine niedrige Mündungsgeschwindigkeit und hohe Flugbahn. Genau, das ist auch neu, die Flugbahn. Also die verschiedenen Munition haben jetzt unterschiedliche Flugbahnen. Mal flacher, mal steiler. Also mit der hier kann man sehr gut hinter Felsen schießen und etc. Und ja, kommen wir zur nächsten, zur Alternative. Das ist auch noch eine HE-Granate. Betäubt die Besatzung nicht mehr. Hat ordentlichen Durchschlag, aber kleinen Explosionsradius. Also hat nicht mehr so einen hohen Wirkbereich, aber könnte man immer noch mehrere Gegner treffen. Verursacht mehr Schaden, kann bei Durchschlag Module beschädigen, Besatzung verletzt. Hat eine höhere Mündungsgeschwindigkeit, aber flache Flugbahn. Das bedeutet, der Schuss kommt schneller an, ihr habt weniger Zeit zum Reagieren als Gegner. Und könnt dann auch Module halt auch, könnt auch Module damagen. Und aber die Flugbahn ist flacher, das bedeutet, man trifft eher die Frontpanzerung, die natürlich schwerer zu durchschlagen ist, beziehungsweise wo ihr weniger Damage macht. Ja, die Granate ist ganz interessant, finde ich, weil sie die alte HE-Granate mehr oder weniger ist, mit sehr viel Schaden. Also ich weiß ja nicht, wie viel Damage sie macht. Also mal schauen, aber das sind mehr oder weniger die alten Selbstfällerfetten. Und sie bringen die AP-Granate wieder rein. Und alter Schwede. Also, ich spiele das Spiel ja jetzt schon lange genug. Und früher hatten alle ATs, nee, nicht alle, das ist eine Lüge, aber die meisten hatten eine HE-AP-Granate. Also eine richtige Granate, sage ich mal, womit man mit normaler Panzer auch immer schießen. Und ja, genau. Die hat auch wie damals keinen Explosionsradius. Und damals gab es sowieso keinen Betäubungseffekt, also den hat sie auch nicht. Sie kann pennen und verursacht dabei hohen Schaden. Früher war das bis zu 1900 Damage oder so mit einem Schuss. Und hat eine sehr hohe Mündungsgeschwindigkeit, aber eine flache Flugbahn. Also die trifft auch eher die Frontpanzerung. Also da kann der, denn ihr könnt auf einmal einen Abpraller kriegen von der und ja. Genau. Jener, also das sind die neuen drei Granaten. Ja, genau. Das war's erstmal. Das war's erstmal zu den Artis. Aber es gibt weitere Änderungen, nämlich die HE. Die HE-Granaten. Es gibt Änderungen daran. Entschuldigt, dass das gerade alles so sehr trocken wird, aber naja, ist ja nun mal ein neues Update. Also, ihr seht es, die früheren HE-Granaten verursachen jetzt, also bis jetzt die jetzigen, verursachen jetzt den Schaden an der Stelle, an der sie einschlagen. Das hier ist ein Mausturm, wie ihr unschwer erkennen könnt. Früher, wenn man mit einer HE auf einen Mausturm geschossen hat, also hier ungefähr an die Stelle, konnte man den Motor hier unten in Brand stecken, wegen der Splash-Wirkung. Also, auf einen Turm konnte man den Motor anzünden. Okay.
Irgendwo hat es ja Sinn gemacht, wegen der Splash der HE, aber naja. Die brechen jetzt die Panzerung-Durchschlag und man wird sehr viel weniger Damage machen mit HE, wenn man auf hier so eine schweren Panzerung schießt. Genau, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den ich gut finde. Kommen wir zum anderen wichtigen Punkt, den ich absolut hasse. Allerdings auch für manche Fahrzeuge wichtig ist, man kann jetzt mit. Ach ja, übrigens, die Radpanzer kriegen weniger HE-Pen, wie ihr gerade seht. Also wirklich sehr viel weniger. Man kann jetzt mit HE Bäume und Ketten und so weiter durchschlagen. Das bedeutet, ich werde mit diesem wunderschönen Stück heute spielen. Und ich kann halt einfach den hier so pennen. Also hier ins Kettenrad reinschießen vorne und ich penne ihn. Also ich durchschlag seine Panzerung. Das ist nicht der Sinn von HE. Ich muss es mir ansehen im Game, aber das ist absolut, absolut dämlich. Ist hier die Konk noch? Konk werde ich auch heute spielen. Ja, kommt so. Ja, komm, die Aufteilung ist gut. Lassen wir sie so bei. Können wir uns nochmal den Damage-Unterschied angucken bei der Artillerie? Ja, hier habt ihr das. Mittlerer Schaden 1000. Ja, hat schon ordentlich Damage eingebüßt. Früher hat sie 1250, glaube ich, gemacht. Ne, 1350, genau. Ja, hat 11 Meter Wirkbereich. Die neue hat dazu noch 6 Meter Wirkbereich und macht 1000, macht halt normal 4 Damage, so wie früher. Aber hat halt keine Betäubung. Aber hat mehr Pen, wie ihr sehen könnt. 59 hatte die früher immer. Jetzt hat sie schon 74 mit HE. Und hier ist die AP. 720 Damage. Gut, okay, Damage haben sie definitiv runtergenommen im Gegensatz zu früher. Und 370 Pen. Genau. Ansonsten die Fähigkeit Intuition, also dass man zwischen den Granatentyp wechseln kann, ist für Artis noch wesentlich verbessert. Müsste ich auch schon drauf haben? Ja, habe ich auch schon noch. Das ist eine Vorahnung. Aber dazu kommen wir dann, wenn ich mit der Arti fahre. Ja. Und wir sind genug gequatscht. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Auf geht's mit dem Kinderwerfer, wollte ich mal sagen. Ja gut, wer hätte es gedacht? Direkt drei Artis. Das war abzusehen. Ey, oh, ich bin so gespannt. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Spiel mit der neuen HE, also dem neuen Hash jetzt sogar. Auf der anderen Seite feiere ich die Map gerade absolut nicht und bin kein Fan von der Karte, aber naja. Oh, wo ging der denn hin, als der hier gegen den Stein flog? Ach, schade, ey. Was war das denn für ein Schuss? Gut, ist hier, wenn du da unbedingt dran willst, dann kannst du. Macht eigentlich auch mehr Sinn, weil du mehr Armor hast. Ah, man hat es gerade gesehen unten auf der Minimap kurz. Den Einschlag der Arti. Oh mein Gott. Nein. Mann, warum stehe ich auch so dumm? Ja, natürlich. Der Schuss hat getroffen. Ja, der Schuss hat auf jeden Fall getroffen gegen 140. Ihr seht den Damage. Nice Sounds. Fällt mir gerade mal so auf von der Arti. Das finde ich ganz cool, dass man so einen Stun-Effekt jetzt hat. So, also so, dass wenn man gestunt ist, dass die hier Besatzung, dass er dann so alles gedämpft hört. Gefällt mir, um ehrlich zu sein, finde ich ganz lustig. Muss ich schon sagen, ist ein cooler Effekt. Schade, wir verlieren die Runde. Nice, jetzt erstes raus, schon mal wichtig. Ich bin offen. Junge, das Zeug sagt 4. Natürlich trifft es da den Turm. Schön, muss raus. Was ist denn das für ein lächerlicher Pen, ey? Come on, Game, komm schon. Mann, ich wollte gerade abdrücken, wie dieses Zeug sagt 4 aber auch jeden Schuss gepennt hat. Was soll denn die Scheiße? Ey, das Ding hat Panzerung und es pennt halt jeden Schuss. Mann! Rotzrunde. Team steht 2-11. Was soll denn das? Ja, entschuldigt. Sehr viel werde ich von der Runde nicht reincutten, weil, guckt euch an, wir haben es geschafft, ganze drei Gegner zu töten. Und ein STB, also unser Verbündeter, das hat sein Fahrzeug auch rumgeschmissen. Also, hey, perfekt. Ich habe auch nur einen einzigen Schuss geblockt. Das ist auch ein bisschen lächerlich. Ich werde nur ein bisschen reinschneiden wegen den Artis. Dass ihr da ein bisschen seht, also wie sich das Ingame ansieht.
Und wie man das in-game sieht, ach egal. Ich habe einen Schuss, habe ich auch getroffen, 140. Der hat leider nicht ganz gepennt, 807 Damage, aber naja. Neue Runde, neues Glück, würde ich mal sagen. Da habe ich das gezeigt. Der Type ist auch gerade perfekt demonstriert. Und zwar das Folgendes: Ich hab nur 230 Schaden gemacht mit einer 1750er Gun, weil ich ihm halt voll auf die Frontpanzerung gerotzt habe. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Der Type hat halt das gleiche gemacht, sogar mit Gold HE. Und hat mir halt auch 0 Damage gemacht, also 100 oder so nur. Früher wäre das anders gewesen, da hätte ich ihm locker 500-600 gegeben und er mir auch so, was weiß ich, 400 oder so. Also deswegen, das ist, ja. Müsst ihr sehen, wie ihr wollt, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Ich finde es besser, wenn man halt nicht mehr dieses dämliche einfach HE-Gespamme hat. Auf irgendwas. Und ja, genau. Ja, hier ist der A, hier ist der A, hier ist der A. Ja, auf der anderen Seite hat der Type gerade durchs Kettenrad gepennt und mir 1000 Schaden gemacht. Und genau das ist, was mich stört. Genau das ist der Punkt, der mich stört. Jetzt habe ich es euch zeigen können, mit dem ich ja nichts auch gestorben bin. Das Team steht aber auch wieder. Mann, dieses 277! Ich hätte woanders hinfahren sollen auch. Ja, klar, er war zuerst in der Position, er hat es auch echt gut gemacht, aber es hat mir halt die komplette Runde versaut, weil ich dann immer seitlich rausfahren musste. Aber folgendes Problem: Der Type, ihr seht es oben links, hat mir 1000 Schaden gemacht und ich stand so zu ihm. Das bedeutet, er hat die Kette gepennt. Er hat nur den Teil vom Panzer gesehen. Wenn ihr mal guckt, ja, ungefähr. Ja. Ja, ungefähr, ungefähr. Bis hierhin, wo die seitliche Panzerung so abgefallen ist. Bis dahin hat er ungefähr den Panzer gesehen. Und nur da konnte er pennen. Das wäre früher nicht gegangen. Einfach einen Tausender pennen durch die Seite. Das finde ich ein bisschen belastend. Vor allem Mates, wenn es sehr viel schwerer haben gegen solche Panzer, weil die jetzt halt nicht mehr irgendwie so in Ketten. Das ist auch AFK, perfekt. Das ist es, was ich euch zeigen wollte. Aber die Runde war immer noch nicht natürlich zufriedenstellend. Gucken wir mal, ob wir noch einen hinkriegen. Wait a second. Wartet mal kurz. Änderung verwerfen, ja. Ich glaube, wir switchen mal kurz. Ich habe nämlich gerade etwas entdeckt. Was? Lalalalalalalalala. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der Type hat einfach eine API-Klatsche dazu bekommen. Lol. Mit 252 Pen. Das ist ja mega geil mit seiner HE-Kanone. So. Ja, nice. Wie viel machten die? Wie viel machst du mit der Kugel? 680 Schaden. Ja, geil. Ja, nice. Das war immer noch die 900er. HE mit sau viel Pen und jetzt auch noch eine AP. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, da fahren wir Kinderwerfer weiter. Mann, das muss aber funktionieren jetzt, verdammte Scheiße. Und Mann, die kriegen aber die ganze Zeit so eine Rotzkarten, ey. Ah. Lass mich hier bitte. Alter! Ja, was hast du erwartet, E75? Schade, den Schuss. Was krieg ich für Pens? Mich regen diese random Pens so auf. Was ist denn das? Ihr trifft halt. Geht doch. Schon wieder pennt. Mann! Junge, seit wann hat das Ding denn keine Panzerung mehr? Willst du mir sagen? Mann, ey, die schießen halt nicht mehr Gold. Mit Gold würde ich es verstehen. Übrigens war das gerade ein schöner Schuss von mir. Mit 810 Damage gegen 60 PP. Jetzt noch. Jetzt fängt er an, HE zu schießen. Trifft. Ja. Junge, es steht 2 zu 6, ey, Leute. Das nervt halt. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, muss ich wieder zurück auf Vollbild machen. Ja, wir versuchen es ein weiteres Mal. Ich habe jetzt 4 oder 5 Runden schon gespielt.
Und das war jedes Mal trotzdem. Ihr habt ja wahrscheinlich irgendwie eine Zusammenfassung von ein paar Runden schon gesehen, aber naja, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht. Vielleicht klappt es ja jetzt mal endlich. Also Maps-technisch hätte ich mir, würde ich mir die ganze Zeit schon irgendwie was anderes wünschen, aber naja, immer nur noch eine Arti, das ist schon mal was. Schon mal ein Fortschritt. Und ja, mal schauen, was haben wir denn so als gegnerische Panzer? Nichts mit so viel Panzerung. Versuchen wir es. Fahren wir nach links, versuchen wir es. Vielleicht klappt es ja diesmal. Komm schon, ich will einen guten Schuss. Einen guten Schuss. Nein. Stirb, Streuwagen. Immerhin gewinnen wir die Runde mal. Oh, mein Kinderwerfer sieht ja komisch aus auf einmal. Wie unerwartet. Ich kotzt mich gerade alles einfach nur an, damit die Runden, damit das Video heute noch kommt, fahre ich hier wenigstens. Also, ich. Ja. Hier, Arti. So, ab geht's. Ja, komm, schießen wir einfach mal jedes Mal mit jedem Schuss schon mal. Geht ja schon mal nach dem Plan. Übrigens, irgendwie hat's WoT heute wohl mit den beschissenen Karten, weil diese Karte ist ja auch absolute Rotze. Also, da hätte ich auch keinen Spaß mit dem Kinderwerfer gehabt auf der Map. Also, hey. Ich kann euch nicht mal sagen, welche Maps ich noch gut finde in dem Spiel, weil ich finde, alle guten haben sie rausgenommen, so ziemlich. Ich kann es euch nicht sagen, ehrlich. Es gab mal eine Zeit, da haben sie einfach Karten rausgenommen, die gut waren und schlechte drin behalten und keine neuen hinzugefügt. So wurde der Kartenpool immer kleiner und so spielt man nur dieselben Karten durchgehend. Genau. Jetzt seht ihr das hier gerade bei der Nachladeanzeige, dass da 21,6 Sekunden aussteht. Das ist die Nachladeanzeige, wenn ich jetzt auf den nächsten Granatentyp wechseln würde. Nur mal so zur Information. Der hat jetzt noch zwei Schüsse. Oh, das war doch schon mal ein schöner Anfang. Kommt, wir jagen jetzt mal eine AP, eine neue HE rein, die etwas mehr Damage macht. Autsch. Komm, versuchen wir es hier nochmal mit AP. Das war ja schon mal eine solide Klatsche. Komm, überleb einfach nur STB. Überleb. Wo ging denn der Schuss hin? Ach, übrigens, der Kill gerade gegen mich auf dem Kinderwerfer. Letzte Runde war auch eine HE-Pen seitlich durch die Ketten. So, Leute, ich gebe dem Spiel jetzt noch einen Versuch, mir eine gute Runde zu geben. Na komm, vielleicht kriegen wir den Schuss, den ihr 100 ja mal gepennt. Schade, dass er jetzt so fährt. Panzerung nicht getroffen. Okay. Was habe ich dann getroffen? Kann mir nicht gesagt werden. Jo, lass mich mal durch. Ah, pack mich halt. Ah, kommt so, wie mich nicht pennt, aber. 120, ja komm, schießen wir AP. Schießen wir AP, dafür haben wir sie ja. Find's aber gerade herrlich, wie der E100 an meiner Armor-Fahrzeuge sogar mit APCR. Oh, dieser Track war schön. Dieser Track war wirklich schön. 750, nice. Tut mir leid, Leo, dass er dich da jetzt gepennt hat einmal. Schade. Lassen wir AP erstmal noch drin, den Einschuss. Danach schießen wir wieder HE. Was für Schürze nicht durchschlagen. Es war alles grün. Ja. Ich kann es euch zeigen, aber ich zeige euch, also ich krieg es irgendwie nicht ganz so das zu zeigen, was ich möchte eigentlich. Und zwar folgende Sache, nämlich, dass damit Heat auch die Ketten jetzt pennen kann. Genau das kriege ich halt nicht irgendwie hin, weil ich keinen seitlich kriege. Jetzt habe ich es mal hinbekommen. Genau das meine ich. Ich habe ihn einfach vorne durchs Kettenrad geschossen mit HE. So, warum geht das? Warum geht das? Das darf nicht gehen. Übrigens, ich verliere die Runde schon wieder. Okay, ich gebe es endgültig auf. Noch versuchend irgendetwas hinzukriegen.
heute. Es ist so ein grottiger WoT-Tag bis jetzt. Es lief nicht eine einzige Runde. Die Type-5-Runde gerade war somit das Beste sogar. Egal, fassen wir mal kurz noch den Patch zusammen. Ich habe mir jetzt die wichtigsten Änderungen ja angesehen, auch im Game. Also die neue HE, es ist cool, dass man frontal keinen Schaden mehr macht. Also nämlich mal S-Kong. Dadam. Oder wir habt es auch gerade beim Streiwagen gesehen. Es ist ganz cool, dass ich, wenn ich hier mit HE jetzt raufrotze, kein Damage mehr mache. Man kann die Panzer jetzt schön ausspielen, halt High-Down-Tanks etc. Aber was soll denn der Scheiß, dass man hier seitlich pennen kann, die Ketten? Warum? Welcher Mensch hat sich das ausgedacht? Ihr habt es gesehen gegen meinen Kinderwerfer. Zweimal wurde ich so gepennt. Ihr habt es gerade beim Type gesehen. Ich habe nur 121, wo ich früher mit HE nichts an Damage gemacht hätte. Einfach frontal, also vorne links durchs Kettenrad gepennt. Gut, ist jetzt kein 121, aber ich habe hier einfach durchgeschossen. Einfach hier durchgeschossen mit meinem Type. Obwohl er in so einem Winkel zu mir stand. Warum geht das? Das darf nicht gehen. Es darf nicht funktionieren. Sowas. Also wirklich, das ist das Problem an der Sache. Ich muss mal gerne wissen, was habe ich denn zerlegt? Ich glaube, das ist Munitionslager. Nee, Kette nur. Ah, schade. Ja. Ich verstehe nicht. Vor allem, ich kritisiere jetzt wirklich Wargaming. Die haben einen Sandbox-Server. Erstmal super, dass sie einen Sandbox-Server haben, also ohne Witz. Haben da die Änderungen drauf gehabt. Haben die Spieler gefragt, was haltet ihr davon? Ist ja fein. So ist ja in Ordnung. Da können sie ja erinnern, was sie wollen. Die Spieler haben gesagt, cool, dass die HE frontal jetzt nicht mehr immer so 400 Schaden auf jeden Fall reinhaut. Das ist ganz geil. Oder eine Maus von oben angezündet werden kann, obwohl man nur gegen den Turm schießt. Aber was die Spieler sogar selber gesagt haben, ist, dass es scheiße ist, dass man seitlich gepennt werden kann von der HE durch die Ketten durch. Was denkt sich Wargaming? Ja gut, die Spieler kritisieren das, nehmen wir es mal trotzdem mit rein. Da hat man einen Sandbox-Server, da fragt man nach den Spielern, da fragt man nach Feedback, dann kriegt man Feedback und man scheißt drauf. Mann, es interessiert sie nicht. Sie sagen einfach nein. Schön, dass sie uns Feedback gegeben hat, aber wir sehen das halt anders. Wir entwickeln das Spiel. Wir sind ja allwissend oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das stört mich auch. Ich habe es jetzt gemerkt gerade mit dem FV. Ich hätte früher so eine Schüsse niemals, niemals gefressen. Vergiss es, nicht von einem Type, der einfach, abgesehen davon, dass der 1000 gerollt ist vorhin, nicht von einem FV, nicht von noch einem FV seitlich. Ich habe dreimal habe ich Schüsse seitlich durch die Schürzen bekommen. Durch die HE-Schürzen. Der Stuss hier seitlich ist dafür da, damit das nicht passiert, also im echten Leben. Deswegen haben Tanks ja diese Schrottpanzerung. Egal. Es ist jetzt nur mal so, mit dem Patch müssen wir leben. Ich werde das Spiel weiterhin spielen. Das macht mir eigentlich Spaß, aber heute war ein echt verfluchter Tag. Tut mir leid, dass es keine guten Runden geworden sind. Dass das Gameplay so ein bisschen mau war. Ich werde es sehr stark zusammenschneiden, schätze ich mal. Und ja, dennoch. Ach ja, es kommt auch noch heute oder morgen. Ich schätze mal eher morgen. Mal sehen, wann ich es schaffe. Ein Valorant-Video. Heute kam auch ein Valorant-Patch. Dazu kommt auch noch ein Video auf jeden Fall. Also schaltet da auch sehr gern wieder ein. Und ja. Ansonsten macht's gut. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag und bleibt entspannt, auch wenn die Runden mal nicht so gut laufen. Also, bis dahin, macht's gut und tschüssi.